Mein heutiger Gast hatte sie schon alle. Ob George Clooney, Meryl Streep, Nicole Kidman oder Angelina Jolie. Seit 15 Jahren leitet er nun die internationalen Filmfestspiele in Berlin, die Berlinale. Und es gibt eigentlich keine Hollywood-Größe, mit der er nicht schon über den roten Teppich geschritten ist. Und wir haben heute das große Glück, Dieter Kostlik als Gast im Studio begrüßen zu dürfen. An den Bildschirm zu Hause zu den Media Lectures live aus Berlin. Ihr könnt unter dem Hashtag Media Lectures fleißig mittwittern zu beider Sendung. Genau. Ohne ihn ist die Berlinale eigentlich nicht vorstellbar. Und viele nennen ihn auch Mr. Berlinale. Schön, dass Sie heute hier bei mir im Studio sind. Herzlich willkommen, Dieter Kostlik. Ja, guten Abend. Hallo. Danke. Danke für die Einladung. Meine erste Frage ist gleich mal, stört Sie der Spitzname Mr. Berlinale eigentlich? Ja, den finde ich ziemlich blöd. Ja. Ich weiß auch nicht warum, aber das hängt wahrscheinlich damit zusammen, in Berlin hat man ja immer so Spitznamen, ja. Und da wurde ja auch schon sehr viel ausprobiert, Didi und Kossi und hin und her. Aber irgendwie läuft das nicht so richtig. Ja. Also gute Laune-Botschafter habe ich auch noch gelesen. Gute Laune-Botschafter? Ja, gut, das ist okay. aber da es nicht so richtig läuft, weiß man, man möchte ganz gerne etwas Nettes zu mir sagen am roten Teppich, weil wir stehen ja da auch die ganze Zeit und müssen miteinander irgendwie kommunizieren. Ja. Aber dann, wenn man sagt, Mr. Berlinale, das, ich weiß auch nicht, das klingt wirklich komisch. Ja. Also dann wäre mir es schon recht lieber, wenn wir Dieter vom Film oder so. Dieter, der macht irgendwas mit Film. Ja, Dieter macht irgendwas mit Film, ja. Ja, super, dass ich das gleich mal in meine Anmoderation gepackt habe. Ja. Ich hoffe, Sie sind nicht böse. Nee, ist gut. Nee, ich bin okay. Also es gibt auch noch dieses andere, was ich immer sage, Leiter der Berlinale. Da habe ich immer das Gefühl, die klettern an mir hoch oder was. Ja, also ja. Ich bin auch nicht der Leiter der Berlinale, sondern ich bin vielleicht der Direktor der Berlinale, aber mein offizieller Titel ist eigentlich Intendant. Ah, ja. Also so wie am Theater. Ja. So, aber gut, ist auch jetzt. Letztendlich ist es ja. Also George Clooney sagt immer zu mir: You are my pal. Was heißt, bist mein Kumpel. Ja. Ja, das. Also, ja, das ist doch schon mal kein schlechter. Ja, besser, geht's nicht. Ja, Intendant habe ich in meinen ganzen Recherchen tatsächlich nie gelesen. Ja, also, aber das ist der offizielle. Das hängt damit zusammen, wir haben gerade vorher noch drüber geredet, es hängt damit zusammen, was eigentlich bei großen Filmfestivals Venedig oder Cannes nicht so ist wie in Berlin. Da gibt es immer zwei, drei Leute, die das machen. Also eine Person, die die Filme aussucht, ja. der künstlerische Direktor oder Direktorin und eine Person, die das Geld hat. Ja. Und dann meistens noch der vorhergehende Direktor, der wird dann zum Präsidenten befördert. Ja, das haben wir bei uns nicht. Ich mache alle drei Sie sind alles Sachen. In allem. Ja, ich mache alle drei Sachen. Ja, nicht schlecht. Bevor wir über die Berlinale sprechen, möchte ich ein bisschen chronologischer anfangen. Und zwar, wenn man Ihren Lebenslauf anschaut, dann fällt einem sofort auf, es ist wahnsinnig bunt und vielfältig. Also Sie haben in München studiert und dann auch an der Uni dort gearbeitet, waren dann in der Politik tätig, als Redakteur bei Konkret und haben dann Ihre Karriere bei der Filmförderung gestartet. Gab es denn oder gibt es das immer noch, trotz dieser Vielfalt, einen roten Faden, der sich durch Ihre berufliche Laufbahn gezogen hat? Oder waren die Stationen immer mehr so einzeln für sich? Naja, also ich muss dazu sagen, ich habe vor dem Studium eigentlich gearbeitet. Mhm. Und ich komme ja aus Pforzheim, wir sind ja beide aus Süddeutschland. Ja. Ich komme ja aus Pforzheim und ich wollte unbedingt, hatte ich mir in den Kopf gesetzt, ich weiß nicht warum, wir sprechen jetzt über das Jahr 1967, mhm. Ich wollte unbedingt Werbefilmer werden. Ah, ja. Und es hat vielleicht damit was zu tun gehabt, damals gab es Charles Wilb, das war der mit Afri-Cola und das war total cool und alle waren da im Afri-Cola-Rausch.
Und das wollte ich unbedingt machen. Das Arbeitsamt in Pforzheim hat aber gesagt, diesen Beruf gibt es gar nicht. Und dann bin ich nach München getrampt und bin tatsächlich in eine Telefonzelle gegangen und habe das Telefonbuch abtelefoniert, alle Werbeagenturen, die es in München gab. Und dann war aber schon bei B, also nach A, schon bei B, haben die gesagt, ja, wir suchen jemand, komm vorbei. Und das war die Bayerische Bildagentur. Und dann wurde ich quasi, mein erster Job war dann nicht Werbefilmer, sondern Werbetexter. Mhm. Und ich hatte solche Texte gemacht für, heute ist es ja wieder in hier, Motorola, der italienische Motorola. Ja, die Vespa. Ja, für die Vespa, Piaggio, Und hatte dann, ach, ich habe für viele Sachen, da gab es ein Pelzhaus in München, gibt es nicht mehr, Riegerpelze und für Hochlandskistiefel und für Global Mückenspray. Also es war ganz schön vielfältig, aber mir hat das großen Spaß gemacht. Bin ich doch abgeglitten, weil wir waren ja in der 68er-Phase. Ja. Und das Einzige, was man 68 nicht machen konnte als Beruf, war in einer Werbeagentur arbeiten. Das hieß so schön damals, wenn man in einer Werbeagentur gearbeitet hat, du arbeitest in einer Firma, die der Transmissionsriemen des Kapitals ist. Oha. Und das jeden Abend zu hören von den linken Freunden, in der Wohngemeinschaft wohnten wir natürlich, das war jetzt nicht so super, aber ich bin dann nach 2 Jahren da sowieso rausgeflogen und musste mir, und dann habe ich studiert. Und warum der rote sind Faden, Sie da rausgeflogen? Naja, das ist eine, eigentlich ist es eine nette Geschichte, muss ich sagen. Ich habe Jingles gemacht, also fürs Radio. Mhm. Damals gab es noch kein Privatradio, aber die Münchner hatten das erste Gesetz, man durfte Werbung machen im öffentlich-rechtlichen Radio. Und ich schrieb diese Texte, also die 30 Sekunden sein mussten. Und ich schrieb diese Texte und die wurden dann im Studio aufgenommen und wurden gesendet als Werbung. Ja. Und ich machte immer diese Texte für die Riegerpelze und die gingen immer gleich in München. Das Ehepaar kommt abends aus der Oper und dann irgendwann laufen sie da die Leopoldstraße hoch und er sagt zu ihr, mein Gott, ich habe gar nicht gesehen, was für einen schönen Pelz du anhast. Und dann hat sie gesagt, ja, ganz neu und so. Und er sagt, das aber muss ja furchtbar teuer sein. Und sie hat dann gesagt, nee, überhaupt nicht, der kostet 980 Mark. Und dann war dieser Jingle nur am Isartorplatz, nur bei Riegerpelze. Wow, schrie dann ein Löwe. Das größte Pelzhaus Europas mit 34.000 Quadratmeter Schaufensterfläche, Riegerpelze, nur am Isartorplatz. Das habe ich jede Woche 2 Stück geschrieben. Ja. Also ich habe noch den ganzen Ordner voll. Und dann gab es eine neue Sekretärin, Uschi, in die habe ich mich verliebt. Okay. Und die Uschi sagte, ich bin verheiratet, ich kann mit dir nicht jetzt irgendwie so weitermachen. Und du kannst mir höchstens sagen, dass du mich liebst. Du musst aber dann mir einen Liebesbeweis erbringen. Und der Liebesbeweis muss in einem deiner Werbesendungen drin sein. Das ist ja wie im Film. Ja, und dann habe ich das gemacht und man muss immer dran denken, wir waren ja 68, alle links und rot und hin und her und so. Und die liefen wieder von der Oper raus und er hat wieder gesagt, ja, was hast du denn für einen schönen Pelz und so. Und dann sagte die, Frau, ja, das ist ein längst ausgelassener Rotfuchs aus der Polargegend. Sagt er wirklich, und ein Rotfuchs und so, was hat er gekostet? Wieder 980, hat immer 980 gekostet. Und dann sagt er, aber wieso denn ausgerechnet ein Rotfuchs? Und dann sagt sie, Mans, hast du nicht mitgekriegt, dass die Revolution vor der Tür steht? Und das war das Signal. Ja, das war die Sendung. Dann hat sie gewusst, der Mann ist mutig. Der macht solche Texte und naja, das war dann auch der Abschied. Weil das war ein klarer Angriff auf unseren Kunden. Ja, es war ja auch nicht so witzig, aber sie wollte einfach ein Signal haben. Ja. Und das habe ich ihr gegeben. Lebt übrigens heute noch Uschi. Ist sie noch verheiratet? Ja. Oder? Das habe ich sie nie mehr gefragt, aber sie guckt gerne Berlinale im Fernsehen. Ja, und, das schon. Ja, und findet mich immer noch ganz gut. Aber lief der Jingle denn tatsächlich im Radio? Oder wurde der Ja, weil das war der Chef hat es immer, das war immer eine komische Sache, der hat es immer freitags genommen, diese Manuskripte. Ja.
und ist dann zu Herrn Rieger, der lebt nicht mehr und die Firma gibt es auch nicht mehr, ist zu Herrn Rieger am Isartorplatz gefahren. Und dort hat er mit Herrn Stangl, haben die dann Piccolo-Sekt getrunken und haben das natürlich nicht gelesen, ja, sondern der hat es dem in die Hand gedrückt. Und ungefähr nach 3 Stunden waren sie betrunken. Dann kam der Chef wieder zurück in die Firma. Wir saßen da und dann sagte er meistens, alles sehr gut gelaufen. Ja, und dann haben die das irgendwo produziert und gesendet und der Rotfuchs war dann im Bild. Und im Bild war er nicht, im Radio. Und ja, naja, tragische Liebesgeschichte, aber also für einen ganzen Film wird es jetzt nicht reichen. Ja. Nee, aber hat schon, aber für einen Kurzfilm. Hollywood. Ja, Hollywood, ja, also das mit Julia Roberts und George Clooney. Ja, da könnte man was draus machen. Ja. Oder Leonardo DiCaprio, der dann sagt, das macht man doch gar nicht, dass man Pelze trägt. Ja, ja, die Komponente muss schon auch rein. Pelze trägt man doch gar nicht mehr. Ja. Ja, das ist ja schon mal eine sehr schöne Geschichte gleich am Anfang. Genau, meine Frage, ja, ich würde mit Ihnen gerne so ein bisschen... Aber der rote Faden, ja, genau, den hatten wir vergessen. Natürlich, wenn man, der rote Faden, den haben wir natürlich vergessen. Der rote Faden, würde ich mal sagen, wenn ich das so sehe, diese verschiedenen Stationen, ich habe ungefähr alle 2, 3 Jahre mal den Job gewechselt, ja, gewollt oder ungewollt, ist Kommunikation. Also ich habe mich immer mit Kommunikation beschäftigt. Ich bin ja auch Kommunikationswissenschaftler. Ja. Und ich habe auch gelehrt dann später in Filmhochschulen und an Hochschulen. Und, aber die wissenschaftliche Laufbahn habe ich dann irgendwann da verlassen. Das war mir auch ein bisschen zu langweilig, muss ich sagen. Ja. Und Kommunikation, ja, Kommunikation, entweder Journalismus oder Pressesprecher war ich ja auch mal. Ich war auch mal Pressesprecher der Leitstelle Gleichstellung der Frau, als es noch, als noch nicht alles gleichberechtigt war wie heute. Und das war jetzt ein Witz. Und naja, so halt. Ja. Also Kommunikation. Nicht schlecht, genau. Sie hatten nach Ihrem Studium dann erst als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet. Mhm. Und dann sind Sie aber Redenschreiber und Büroleiter des Hamburger Oberbürgermeister geworden. Das gab es nicht. Es gibt keinen Hamburger Oberbürgermeister. Das ist ein grandioser Fehler. Das gibt es nur bei uns in Süddeutschland. Der erste Bürgermeister von Hamburg. Im Gegensatz zum regierenden Bürgermeister. Verstehe. Ja, der erste Bürgermeister von Hamburg, für den habe ich gearbeitet, Hans-Ulrich Klose, lebt auch noch. Mhm. Er saß bis vor Jahren im Deutschen Bundestag und dem sein Büro, erst hatte ich seine Reden geschrieben und das habe ich dann so gut gemacht, dass ich dann auch sein Büro leiten durfte und dann habe ich das weiterhin so gut gemacht, dass er dann 3 Jahre später zurücktreten musste. Und ja, wir waren aber, sind immer noch befreundet. Ist er immer noch. Ja. Das ist ja gut. Naja, damals ging es schon hart zu. Also wenn man da geschrieben hat, zum Beispiel eine Rede, Mann und Frau sind gleichberechtigt, da haben schon ein paar Leute gesagt, ihr seid nicht ganz dicht. Ja? Oder wenn man gesagt hat, Ökologie ist gleich und Ökonomie ist gleichrangig, dann trat schon der Wirtschaftssenator oder Minister zurück. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja? Ja. Das ist erst 30, 35 Jahre her. Und mein allererster Job zum Beispiel als Pressesprecher der Leitstelle Gleichstellung der Frau, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Mein allererster Job im Hamburger Rathaus. Mhm. Und Hamburg hatte ungefähr 120.000 öffentliche Angestellte gehabt, von der Müllabfuhr bis zum Bürgermeister, sage ich jetzt mal. Okay. Oder umgekehrt, war das so, dass mein erster Job war, dass ich einen Brief rumschrieb an diese 120.000 Menschen und habe geschrieben, ab jetzt heißt es in allen Behördenbriefen, sehr geehrte Damen und Herren, weil bis dahin hieß es nur, sehr geehrte Herren. Also Frauen kamen nie in einem Anschreiben überhaupt des öffentlichen erwähnt, Dienstes vor. Und da, das gab es ja damals noch nicht, das Wort, ja, das habe ich gemacht. Ja. Hier ist Dieter Kossler, ich bin der neue Pressesprecher der Leitstelle Gleichstellung der Frau. Ich möchte euch darauf hinweisen, ab jetzt heißt es, Damen und Herren. Und da habe ich, würde ich mal sagen, einen ordentlichen Shitstorm bekommen. Das gab, wie gesagt, gab es ja Internet noch nicht, aber einen Shitstorm. Aber dann halt einen persönlichen. Ja, ja, die haben mich dann angerufen, bist du noch ganz auf der Reihe? Sag mal, was ist jetzt denn hier ausgebrochen? Und so weit geht es jetzt schon und so, was soll denn das? Kann man sich nicht mehr vorstellen, aber es ist erst 30 Jahre her. Ja. Aber da ist schon viel passiert. Ja. Ja. Also heute schreibt man, sehr geehrte Damen. Naja. Naja, ein bisschen schon, gell? Ja. Naja, okay. Die Herren kommen schon nicht auch zu kurz, glaube ich. Okay. Genau, aber jetzt müsste ich doch nochmal nachfragen, wie sind Sie denn dann von München, von der Uni,
in die Politik gewechselt. Wie kam das denn zustande? Haben Sie sich da aktiv beworben? Naja, es gibt ja viele zu, wenn ich das so sagen darf, in der Karriere, ich weiß ja nicht, wie das heute abläuft, ja. Aber in so einer, wenn man rückblickt, also wenn man das liest, was über mich da so steht, ja, dann denkt man, meine Güte, der Typ hat aber richtig, ja, der hat richtig Karriere gemacht. Ja. Das kann ja sein, aber das war nicht so, wie das heute ist. Ich war nicht selbst optimiert. Mhm. Ja. Ich war einfach gut. Und da viele Leute, mit denen ich zusammen war, die mochten mich. Ja. Und so hatte ich auch mal mit dem ersten Bürgermeister und seinem Pressesprecher in München, war der auf Wahlkampf. Und wir haben die halbe Nacht getrunken und da haben wir sehr, sehr viel gelacht. Klose hat übrigens seine sehr teure Armbanduhr da im Hofbräuhaus verloren, die heute nicht aufgefunden worden. Und dann sagte der immer zu mir, den nehmen wir, also morgens, ja, also spät in der Nacht, den nehmen wir mit nach Berlin, nach Hamburg, den stecken wir ins Protokoll. Und ich habe immer gesagt, also ihr könnt mich gerne engagieren, aber ins Protokoll, das mache ich nicht, weil ich dachte, Protokoll heißt schreiben. Also, dass man so ein Protokoll anders. Aber die meinten, sie stecken mich ins Protokoll. Das ist die Abteilung, die es beim Staat überall gibt, die aufpassen, dass man alles richtig macht. Ah, okay. Also, dass man richtig angezogen ist, dass man richtig am Tisch sitzt, dass man so einem Präsidenten Präsident sagt und so weiter und so fort. Das ist das Protokoll. Und dann habe ich gesagt, naja, gut, okay. Und dann haben sie mich engagiert als Redenschreiber. Ich habe mein Studium abgeschlossen gehabt. Und gleich mit Mörderkohle, würde man heute sagen, gleich richtig gut. Damals hat man, wenn man einen Studienabschluss hatte, noch BAT 2a bekommen. Das war sehr viel Geld, 2.000, 3.000 Mark. Ja. Ja, und dann ging es steil back. Ja, auf jeden Fall ging das bergauf. Ja. Genau, jetzt haben wir haben ja schon ein bisschen über Cluny und die Berlinale und den ganzen Glamour gesprochen. Wir haben einen kleinen Einspieler vorbereitet über die Berlinale und wie es da so abläuft. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Es war gute Stimmung, ist ja immer noch gute Stimmung. Der Markt war größer denn je. Die Filme waren kontrovers diskutiert und der Direktor gut gelaunt. You know, I have nothing but great memories of being here. It's fun times. I keep asking Dichter Kostlik if I can come and clean sometimes, because I've done almost everything else here. Is this too close? I feel very lucky to be here in Berlin. It's a very prestigious festival and I'm really honored that they chose my film. We couldn't think of a more beautiful, appropriate and thankfully due to this very warm reception fitting place. Ja, was geht Ihnen denn durch den Kopf, wenn Sie solche Bilder sehen? Tja, alles meine Freunde. Naja, das ist natürlich, ich mache das ja jetzt seit 15 Jahren. Ja? Mhm. Und natürlich ist es immer noch so, dass ich aufgeregt bin. Da ist man einfach aufgeregt. Aber man hat auch eine gewisse Routine. Ja. Also die ersten paar Jahre, muss ich sagen, habe ich schlecht geschlafen. Das ist einfach, das muss man sich ja wie eine Maschine vorstellen, die hier abläuft. Mhm. Wir haben ungefähr 200-300 Stars. Ja. Wir haben 20.000 Gäste, wir haben 350.000 zahlende Zuschauer, 500.000 Mal gehen die ins Kino und man viermal am Tag mache ich einen roten Teppich, also nicht nur da, sondern auch im Friedrichstadtpalast und in anderen Kinos. Und da muss man ja hochkonzentriert sein, weil ich dieses ganze Filmteam immer ein paar Stunden vorher treffe. Wir reden miteinander, sodass es dann auf dem Teppich aussieht, wie wenn wir uns schon ewig kennen würden. Ja. Aber nach einem Weilchen kennt man sich natürlich auch. So viele Leute gibt es da auch nicht. Und das muss wirklich exakt durchchoreografiert werden. Ja. Wir sind auch das Festival, wo am wenigsten Pannen passieren. Natürlich passieren Pannen, aber wir sind ein ziemlich präzis ablaufendes Ding. Für 10 Tage sind 1.700 Leute, die das koordinieren und die da dabei sind. Und ich stehe da quasi als im Rock'n'Roll, würde man sagen, als Frontman. Ja. Ja, und das ist ganz wichtig, der Frontman, weil ja, wir haben 4.000 Journalisten und hunderte von Fotografen. Und die sehen, und ich stehe ja da eine halbe Stunde, bis die dann endlich kommen. Ja. Oder 20 Minuten. Und die sehen natürlich
jede Regung im Gesicht, also ob man nervös ist, ob man schlecht gelaunt ist, ob was nicht stimmt oder so, das kann man gar nicht spielen. Also man kann sein Gesicht auch gar nicht so verziehen die ganze Zeit. Und deshalb muss man da mental gut drauf sein. Und wenn ich das jetzt so schaue, dann denke ich, na, ist ein bisschen peinlich, aber it's show. Ja, time. Show must go on. Ja, the show must go on und die must go on 10 Tage. Ja. Und ich würde dann noch 50 Termine am Tag, wo Leute einem treffen wollen. Das ist ja auch ein hoher Protokolljob. Ja. Also kommen Leute von woanders und wollen dann einen Termin haben so, und wollen mit mir reden und mit mir Kaffee trinken und ein Bild machen und ein Selfie, wo ich auch meistens dabei sein muss, weil sonst wären ja nur sie drauf. Und also diese Art von... Ja. Aber trotzdem, also bitte keine Klagen. Also das ist wirklich ein toller Job. Ja. Gibt es ja auch nicht so viele, die den machen in der Welt. Ja. Interessanterweise alles Männer. Es hat nur eine, also du musst dich vielleicht dazu sagen, es gibt ganz viele Filmfestivals, aber wir reden über sogenannte A-Filmfestivals. Und die größten A-Filmfestivals sind Cannes, Venedig, Berlinale, jedenfalls in Europa. Ja. Und A bedeutet, wobei das Allergrößte, wenn ich das mal hier so sagen darf, wir sind ja unter uns, ist natürlich die Berlinale. Aber natürlich. Ja, Logo. Und, das A bedeutet, dass wir einen roten Teppich haben und einen Wettbewerb von Filmen um den Goldenen Bären oder die Goldene Palme oder so oder den Goldenen Löwen. Und diese Filme dürfen vorher nirgendwo gelaufen sein. Außer in ihrem eigenen Land. Aber das Wesentliche ist für uns, Weltpremieren zu haben. Denn zu diesen Weltpremieren kommen auch diese Stars, um diesen Film zu repräsentieren. Und das ist ein A-Filmfestival. Ja, ich muss ein bisschen untersprechen, weil ich hatte mir fest vorgenommen, heute mit Ihnen über Filmforderungen zu sprechen. Oh, jetzt schnarch. Ich weiß, jetzt haben Sie mich so abgelenkt mit schönen Geschichten. Was heißt abgelenkt? Sie können mir aber eine Frage stellen. Ja, ich glaube nämlich, unter unseren Zuschauern sind bestimmt einige junge Filmemacher oder welche, die sie werden wollen. Und da wollte ich stellvertretend fragen, welchen Rat Sie denn an jungen Filmemacher haben? Ja, ich würde mal sagen, dass sie eine gute Idee haben sollten und die gute Idee muss gepitcht werden. Ja. Und das ist überhaupt das Erste. Es gibt Bücher, wie man pitcht und Kurse. Also wenn ich jemand was verkaufen will, ist es gut, wenn ich ihn anschaue. Ja, das ist so wie in einer Bar. Ja. Also wenn man da ständig nach hinten guckt, wird man mit der Person, die neben einem links sitzt, wenn man nur mit der rechts redet, eigentlich nichts zu tun haben. Ja. Und diese Pitch-Regeln, die es gibt, guck in die Augen und so weiter und so fort, steckt dem anderen nicht gleich ein Drehbuch zu, weil der kann... Der verliert es garantiert und so weiter und so fort. Diesen Pitch, den muss er lernen. Und dieser Pitch muss auch überzeugend sein. Und wenn da schon jemand kommt, der komplett schnarch und langweilig ist und mir eine riesige, grandiose Komödie verkaufen will, dann habe ich mir, ich habe ja den Job 20 Jahre gemacht, habe ich mich immer gefragt, ja, also ich meine, es gibt schon unwitzige Leute, die witzige Filme machen. Aber normalerweise ist es auch gut, wenn man ein bisschen Humor hat, wenn man eine Komödie macht. Also wenigstens ein bisschen. Ja. Und das, gut rüberkommen, überzeugen, das ist wichtig und an die Sache auch glauben. Und das würde ich mal sagen, dann losmarschiert. Nicht einfach, ich will mal einen Film machen, gib mir mal die Kohle her. Ja, das funktioniert nicht. Was für Kriterien muss ein Film denn haben, um im Programm der Berlinale zu laufen? Ja, das ist so eine, die sogenannte Frage, wie heißt diese Frage? Most Frequent Asked Question. Also deswegen lasse ich hier auch nicht viel. Die meistgefragte, also jedenfalls muss er besonders sein. Ja. Also wenn ich da sitze und nach 20 Minuten einschlafe, hat er auch was Besonderes, weil er einem offensichtlich beruhigt. Aber das ist jetzt nicht das Ausgangskriterium. Also er muss etwas haben. Ich bin ja der Katalysator mit meinen Leuten. Wir sitzen da, gucken diesen Film an und müssen ja dran denken, jetzt nicht an die Stars, sondern dass wir hier eine Geschichte präsentieren, die 4000 Journalisten standhalten muss, die dem Publikum standhalten muss. Und das muss was Besonderes sein. Und zwar etwas ganz Besonderes sein. Oder es ist ein knallharter politischer Film, das, was wir ja auch sehr oft zeigen. Wo es darum geht, dass er auch gut sein muss, aber der zeigt was ganz Bestimmtes, was in der Welt abläuft und was wir nicht gut finden. Also da gibt es professionelle Kriterien. Dann sollte es auch nicht zu verwackelt sein, obwohl man das heute gerne macht. Also technische Ansprüche auch. Ja. Also ich gucke mir meistens gerne Filme an, wo ich was erkennen kann. Und
ja, solche Sachen. Dann möchte ich mich auch nicht zutröhnen lassen von Musik. Das ist auch ein ganz großer Fehler. Mhm. Also da vorne fährt einer mit dem Fahrrad den Berg runter und da hinten sitzen 430 Leute vom Orchester und spielen dann einen Song dazu. Das passt meistens nicht zusammen. Also ich bin mehr für Minimalismus und nicht für diesen Dröhnen-Sound, den es ja gibt. Es gibt viele Kriterien. Ja. Ja, und natürlich, wenn jemand mitspielt, den ich gut kenne und dem ich mal was Gutes tun will. Alles klar. Das ist das einzige Kriterium, was nicht geht, weil das darf man nicht machen. Ja. Und auch kein Geld nehmen. Hat auch keinen Spaß. Sehr gut, da bin ich ja froh. Aus Ihrer Sicht, wie sieht denn der deutsche Film momentan aus? Wie steht der da? Gut. Gut. Ja, also es ist so. Die Frage wäre auch so, könnte man auch so stellen, wie steht denn eigentlich die deutsche Filmindustrie da? Mhm. Und da muss ich sagen, ganz gut. Weil, das kann man an einem Kriterium messen, dass es sehr viele unterschiedliche Filme gibt. Mhm. Also es gibt Toni Erdmann und Til Schweiger und es gibt Krimis, es gibt große Actionfilme, es gibt alles Mögliche. Mhm. Und wenn es verschiedene Genres gibt, wo Leute viele Filme machen, dann ist es ganz gut. Und ja, der deutsche Film steht ja nicht nur gut da in diesem Sinne, dass ich jetzt sage, finde ich gut, ja, like it. Ja. Ja. Sondern der deutsche Film steht auch gut da, weil 25% Marktanteil an den Zuschauern. Wir hatten schon Marktanteile bei 5% oder sowas. Ja. Läuft nicht. Also da ist schon ganz schön viel, also auch sehr viele Kinderfilme, die laufen. Und die laufen sehr gut. Also Filme so zum Beispiel, die Detlef Buck macht. Ja. Oder gerade im Moment der neue Film von Fatih Akin wird bestimmt ein großer Erfolg. Chick, was eine Buchverfilmung ist. Wird denn der deutsche Film auch im Ausland wahrgenommen? Ja. Also nicht jeder. Ja. Ja, denn der deutsche Humor ist manchmal auch so, dass man schon an der Grenze nicht durchgelassen wird wegen Unverständlichkeit. Ja. Aber dann gibt es aber auch Filme, die haben einen unglaublichen Humor. Ja. Ja. Und mit meinem Sohn Fridolin, der jetzt das anschaut, sagen wir, machen so das Flachwitz. Ja. Also der Witz ist so flach, da muss man die Beine hochziehen, damit er unten durchgeht. Ja, und es gibt Filme mit deutschem Flachwitz, die gut arbeiten. Und dann gibt es Filme mit wirklich, wirklich grandiosem Witz, wie Toni Erdmann, der in Cannes die ganze Welt verzaubert hat. Also dieser Film wurde in alle Länder verkauft. Also das geht schon. Also es gibt deutsche Filme, die im Ausland laufen. Und Toni Erdmann ist, glaube ich, eines der ganz großen Beispiele, was jetzt die weltweite, oder Sebastian Schippers mit dem Berlinale-Film, wo er ja auch gewonnen hat, Victoria, ein Film, der ohne Schnitt stundenlang da in Berlin, war ja auch so ein Film, Entschuldigung, der in die ganze Welt verkauft worden ist. Man versteht, also es sollte nicht zu blöd sein. Ja. Ja, man sollte nicht man sollte sowieso das Publikum nie unterschätzen. Ja. Weil das Publikum ist nicht blöd. Ja. Und bei der Berlinale ist auch jedes Jahr die Beweisführung, dass wir extrem komplizierte und anspruchsvolle Filme zeigen und trotzdem gehen die Leute rein. Ja? Und das ist ja nicht immer witzig, was wir zeigen, vielleicht noch auf dem roten Teppich, aber dann kommt das Grauen. Ja. Aber die Leute finden das gut, dass es anspruchsvoll ist. Die Leute möchten nicht einfach zu gelullt und zu gemüllt werden von diesem audiovisuellen Müll, den es heute auf dem ganzen Erdball im Netz und außerhalb des Netzes gibt. Aber das ist doch ein schöner Ausgangspunkt. Wir kommen leider schon zum Ende der Sendung. Ja. Meine Abschlussfrage an Sie ist, Ihr Vertrag bei der Berlinale geht noch bis 2019, wenn ich es richtig weiß. Was haben Sie denn noch vor? Ach, ich weiß nicht. Wir haben jedes Jahr was Neues gemacht. Das ist ganz schön erschöpfend. Es ist so eine Riesenorganisation. Das muss ja immer integriert werden. Das ist den Talentcampus, das Kiezkino, den europäischen Filmmarkt, der ziemlich groß geworden ist. Ich würde zum Beispiel ganz gerne, das Kiezkino wollten wir ja nur zu unserem 60. Geburtstag machen, also dass wir von der Berlinale in die Kieze gehen, nicht dass die Leute zu uns kommen müssen. Ja. Und wir gehen in ihr Lieblingskino, bringen einen Star mit und spielen einen Film dort in ihrem Lieblingskino. Ja? Ich würde sowas gerne machen in den Altersheimen. Da diese armen Leute, da achtet ja keiner mehr so richtig drauf. Viel Geld haben sie auch nicht, können vielleicht mal zum Friseur gehen, aber richtige Zuwendung haben sie nicht. Also ich will es nicht jetzt generalisieren. Und für die würde ich gerne was tun mit dem Kino. Und da werde ich noch mal drüber nachdenken. Aber vielleicht mache ich ja weiter.
Ja, vielleicht, das stimmt. Aber das finde ich ein sehr schöner Punkt, das finde ich sehr gut. Wir sind leider schon am Ende unserer Sendung. Es geht immer schneller als gedacht. Das waren die Media Lectures. Falls ihr zu spät eingeschaltet habt oder die Sendung nochmal sehen wollt, könnt ihr das auf alex-berlin in der nächsten Zeit machen oder auch auf unserem YouTube-Kanal. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank ans Publikum. Und vielen Dank, Dieter Hostling, dass Sie da waren. Danke.